Okay, bringen wir es hinter uns. Name? Larry. Larry Leffer, wie ist dein Name, Süße? Wir haben sie schon kennengelernt. Ich bin unschuldig. Kein Gefängnis kann mich aufhalten. Kein Gefängnis kann mich aufhalten. Dann geh doch. Ich könnte jederzeit gehen, aber das entscheide ich selbst. Ha. Ja, ja, ja. Larry. Larry Leffer. Wie ist dein Name, Süße? Anu Singh. Ich bin deine Pflichtverteidigerin. Oh! Pflicht? Du solltest es als eine Ehre ansehen, mich verteidigen zu dürfen. Später schon was vor? Hey, du warst doch auch vorhin im Hellspawn. Hey, du warst doch auch vorhin im Hellspawn. Du hast sogar mit mir geredet. Leider. Oh, sorry. Pflicht? Du solltest es als eine Ehre ansehen, mich verteidigen zu dürfen. Du kannst gern deinen eigenen Anwalt anrufen, wenn du einen hast. Das dachte ich mir. Was wird mir eigentlich vorgeworfen? Eine ganze Latte. Sexuelle Belästigung eines Gargoyle. Der Gargoyle hat angefangen. Das war eine rein plutonische Beziehung. Wir waren noch nicht mal fertig miteinander. Es war dunkel und ich hatte getrunken. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Es war eine rein plutonische Beziehung. Das war eine rein plutonische Beziehung. Vergiften einer Internetpersönlichkeit. Becky? Wer? Becky? Das war nur ganz wenig Gift. Hexenjagd! Es war dunkel und ich hatte getrunken. Hexenjagd! Beschädigung eines Glücksspielautomaten unter Zuhilfenahme eines illegalen Nagetiers. Was? Glücksspiele gehören sowieso verboten. Das war alles eine Idee der Ratte. Da fehlt der Teil mit dem Käsekondom. Und es war dunkel und ich hatte getrunken. Da fehlt der Teil mit dem Käsekondom. Beleidigung einer älteren Dame? Welche ältere Dame denn? Das war als Kompliment gemeint. Die hat mir sogar ein Dildo geschenkt. Welche genau? Da waren mehrere. Das dachte ich mir auch gerade. Und es war dunkel und ich hatte zu viel getrunken. Ah ja, stimmt. Die hat mir sogar einen Dildo geschenkt. Illegales Plakatieren. Das geht ja wohl als Notwehr durch. Diese Chemtrails haben mich dazu gezwungen. Unser Dorf soll schöner werden. Oder es war dunkel und ich hatte zu viel getrunken. Unser Dorf soll schöner werden. Ausübung einer Tätigkeit als Privatdetektiv ohne Lizenz. Was? Ich habe halt nur die Lizenz zum Flirten, Baby. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Die hole ich in der Abendschule nach. Es war dunkel und ich hatte zu viel getrunken. Ich liebe das. Ich liebe das einfach. Ich habe halt nur die Lizenz zum Flirten, Baby. Oh ja. Vortäuschung einer Qualifikation als Internettechniker. Hey, hat doch super funktioniert. Keine Sorge, davon verstehe ich immer noch nichts. Man kann mir viel nachsagen, aber keine Qualifikation. Mode kommt von Modem. Es war dunkel und ich hatte zu viel getrunken. Man kann mir viel nachsagen, aber keine Qualifikation. Erzeugen eines Risses im Raum-Zeit-Kontinuum durch Ignorieren des Kanons der Vorgänger. Was? Das war doch sowieso alles total durcheinander. Er ist nicht ans Telefon gegangen? Das nennt man ein Reboot, Baby. Schön, diese ganzen Referenzen, ich liebe es. Das nennt man ein Reboot, Baby. Das dürfte ja wohl für den Moment reichen. Kann ich jetzt gehen? Ich warte auf meine Ablösung. Die kann sich um deinen Fall kümmern. Gerade habe ich wirklich wichtigere Dinge zu tun. Sollte jemand die unverschämt hohe Kaution hinterlegen, darfst du natürlich gehen. Aber bis dahin verhältst du dich besser still. Hey, Knastbruder. Schwester. Hallo, schöne Frau. Ich bin wirklich unschuldig. Was hast du verbrochen? Wo ist mein ganzer Kram? Ach komm, ich glaube, das müssen wir alles einmal durchklicken. Let's go. Hallo, schöne Frau. Na, Süßer, ich liebe dein Outfit. Endlich jemand, der Ahnung von Mode für Männer hat. Du hast ja keine Ahnung, Schätzchen. Ich bin wirklich unschuldig. Wirklich? Wie langweilig. Stehst du etwa auf böse Jungen? Nicht nur auf die, auch auf die bösen Mädchen. Diese Lache.
Was hast du verbrochen? Hallo, ich warte auf meine Leibesvisitation. Warum so laut? Weil dieser heiße Arsch in Uniform schwerhörig ist. Weißt du, dass das der bestaussehendste Mann in der ganzen Stadt ist? Kann noch eine ganze Weile dauern. Mach es dir unterdessen bei mir bequem. Du hast das eingerichtet? Sieht irgendwie tuppig aus. Scheint, als wäre nicht nur dein Modegeschmack veraltet, Süßer. Inzwischen sind Menschen wie du und ich doch total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Moment. Denkst du vielleicht, ich wäre... Kleiner. Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei Bruder Tuck so sicher wie die Jungfräulichkeit von Maria in einem Stall voller Engel. Ich bin nicht schwul! Natürlich nicht. Und ich habe meinen Schwanz auf gar keinen Fall hinten hochgeklebt. Du hast einen Penis? Das fragt man doch keine Lady. Ich bin schwer verwirrt. Wo ist mein ganzer Kram? Da kommst du nicht ran, Schätzchen. Die liegen alle in der Asservatenkammer. Aber dein Piefhund liegt da noch auf dem Safe. Das müssen sie noch bearbeiten. Da muss man doch irgendwie rankommen. Wenn du mit den Händen so geschickt bist, wärst du ein heißer Kandidat für meine überfällige Leibesvisitation. Du scheinst dich da ja ganz schön drauf zu freuen. Ich mag es einfach, von starken Männerhänden überall angefasst zu werden. Außerdem habe ich noch eine Überraschung in mir versteckt. Ich musste ja fragen. Oh, ich hab Gänsehaut. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Mir fällt bestimmt etwas ein. Aber sieht das etwa so aus, als würde ich hier raus wollen? Aber wenn ich dir zu deiner Untersuchung verhelfe, hilfst du mir bei der Flucht? Halleluja! Das ist Musik in meinen Ohren. Warum wollen die dich nicht untersuchen? Genau das frage ich mich auch. Echt? Die letzte Leibesvisitation ist schon wieder 3 Tage her. Moment. Oh nein. Lässt du dich absichtlich einsperren? Eine Drag Queen tut, was eine Drag Queen tun muss. Drag Queen? So wie in der Cocky Horror Picture Show? Ne. Lust auf einen Time Warp? Nicht schon wieder! Ruhe da drinnen, sonst komme ich raus! Da hast du deine Antwort. Wir müssen etwas finden, was laut genug ist, um ihn zu nerven. Der Flamingo! Oh, ein Pümpel, den brauche ich. Nicht anfassen! Sie ist heilig. Man huldigt ihr nur. Okay, Entschuldigung, ich huldige ihr. Werbung für eine Sängerin oder Wimperntusche? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber sie ist heilig, okay? Also hör auf damit. Das riecht. Boah, extrem. Also wenn es extrem riecht, dann brauchst du es auch, Schätzchen. Ich habe versucht, mein eigenes Parfum zu kreieren. Golden Rain. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich es erhofft hatte. Das widerliche Zeugs kannst du ruhig haben. Ja, das ist wie eine Golden Shower, Baby. Amazing. Also ich finde, es riecht großartig. Und wir können hier einfach alles mitnehmen. Hey, ich habe alles mit viel Hingabe dekoriert. Keine Sorge, ich leihe mir das nur kurz aus. Nur kurz, wir brauchen das, Schätzchen. Was haben wir hier? Da führt es nach draußen, dass ich einmal die Welt durch Gitterstäbe sehen würde. Kann ich nicht hier rufen oder so? Oh, was ist das? Eine Signalpfeife! Irgendwer hat vor dem Polizeirevier eine Trillerpfeife verloren. Die brauchen wir! Die brauchen wir! Okay, alles klar. Was haben wir hier hinten denn noch? Stempelkiste. Damit werden bestimmt die ganzen Entlassungsanträge abgelehnt. Ich würde rankommen, aber ich habe keinen Stempel. Ja, der Stempel liegt doch daneben, Larry. Hallo, Pi. Okay, pass auf. Wir brauchen jetzt erstmal was, was ganz, ganz laut ist. Eher nicht. Hä? Sei doch mal laut hier. Nimm's auf den Flamingo. Halt, warte, die Tür. Wir müssen uns auf die Tür klicken. Auf die Tür. Mal sehen, ob das laut genug ist. Ja. Was soll der Krach?
Ich war's nicht. Ich will noch mal mit meiner Anwältin sprechen. Meine Zellennachbarin besteht auf eine Leibesvisitation. Ach, nichts. Hallo? Ja, unsere Schwester im Herzen, sie braucht Hilfe, ja. Meine Zellennachbarin besteht auf einer Leibesvisitation. Genau, ich warte schon die ganze Zeit. Was? Du bist schon wieder hier? Wie? Das mache ich nicht mehr. Von mir aus könnt ihr beiden euch selbst darum kümmern. Okay, dann halt nicht. Ich war's nicht. Ich habe die Instagram-Story auch gesehen. Ich wollte nur sicher gehen. Verdammt! Ich will noch mal mit meiner Anwältin sprechen. Die hat wichtigere Dinge zu erledigen. Ich auch. Ach, Bado. Oh, nichts. Dann halt nicht. Hey, Knastbruder. Schwester. Okay, Schwester, es hat nicht funktioniert. Was machen wir jetzt? Dann durchsuche ich dich halt. Gib dir etwas mehr Mühe, Schätzchen. Sie haben das Recht zu schweigen und, alles, was sie fragen kann und wird als Gedicht auf links gewendet. Also, wie sie hier lagen kann und wird ihr Gesicht gegen Bier verpfändet. Warum liegt denn hier Stroh rum? Oh mein Gott, es tut mir leid, ich mache es jetzt einfach. Warum liegt denn hier Stroh rum? Ich hatte schon schlimmere Dates. Officer, ist das Ihr Prügel oder freuen Sie sich, mich zu sehen? Wie macht man das denn auf? Vorsicht, das ist nur mit der Heißklebepistole fixiert. Das ist aber groß. Ach, sie schuft. Ich bin Jungfrau. Hey, ich auch. Also, vom Sternzeichen her. Ach, sie haben aber kalte Hände. Ach, so feucht und... Was ist das denn? Ups, wie ist das denn da reingeraten? Okay, ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen. Ich brauche jetzt eine Pause. Und ich wünschte, ich könnte das alles schnell vergessen. Das hilft mir nicht. Ein total stilloser Saugnapf. Das riecht extrem. Ja. Lang und schlaff. Bekanntes Problem. Ich wette, die macht ordentlich Krach. Das würde ihm nicht gefallen. Hä, wieso nicht? Gefällt's dir? Larry, die Gurke in deinen Hintern? Komm schon, du willst es doch auch. Das hilft mir nicht. Okay, warte. Wir können ja mal versuchen, ein paar Sachen zusammenzukriegen. Das lässt sich nicht kombinieren. Okay, vielleicht erstmal das? Erstmal braucht der Pömpel einen Stiel. Der Pömpel braucht einen Stiel. Oh! Eine Gurke mit Saugnapf. Nice! Genau, Leute. Denkt an die Gurke und wo sie schon war. Okay, gut. Das können wir jetzt benutzen. Oh, Entschuldigung. Um das Handy zu kriegen. Yo! Hallo, Pi. Wie kann ich dir weiterhelfen, Larry? Na, hast du mich vermisst? Oh. Ich muss hier irgendwie raus. Ich bin unschuldig. Ich rufe deinen Notfallkontakt an, Richard Ryder. Warum ist Dick mein Notfallkontakt? Hat er sich etwa selbst eingetragen, als er... Naja, auch egal. Hol mich hier nur raus, egal wie. Hallo? Ich bin im Gefängnis. Bist du etwa schwul? Hast du zufällig Erfahrung mit Gurken? Hast du zufällig Erfahrung mit Gurken? Larry? Oh, wenn du wüsstest. Ich stecke hier in einer Zelle und niemand hilft mir. Larry, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so versetzt habe. Du hast was gut bei mir. Ich hol dich raus. Danke, Dick. Larry, bevor du etwas sagst, möchte ich mich entschuldigen. Weswegen? Ich war mit dir auf einem Date im Hell's Pawn und ich habe mich wirklich darauf gefreut. Und ich habe gedacht, ich wäre über Lance hinweg, aber dann im Darkroom... Oh, ach, Schwamm drüber. Ich bin deswegen auch total beleidigt, Dick. Ich stehe gar nicht, aber ach, Schwamm drüber. Komm, wir tun jetzt einfach mal so, als ob weiterhin, ja? Ach, Schwamm drüber. Danke, dass du das so locker siehst. Ja. Es könnte daran liegen, dass ich gar nicht auf Männer stehe. Ach, Larry! Du bist eine Hete? Oh. Warum haben wir dann bei Timber gematcht? Ich bin mir sicher, dass auf deinem Profil steht, dass du bisexuell bist. Diese Prune-Typen meinten, das käme gut bei Frauen an. Oh Mann, Larry. Ich mag dich. Dann sind wir ab jetzt eben Freunde. Ohne Benefits. Och, ich schulde dir, glaube ich, noch ein Bild.
Ich schicke es dir rüber. Ich bin sicher, es wird dir helfen, die richtige zu finden. Danke. Ich aktiviere es gleich mal. Ach, Larry, da wäre noch was, was Lance angeht. Ja? Ich habe eingesehen, dass er einfach der Richtige für mich ist. Schluss mit dem Dating-Wahnsinn. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Seit dem Vorfall redet er nicht mehr mit mir und hat mich überall geblockt. Kannst du vielleicht mit ihm sprechen? Lance ist wie Wachs in meinen Händen. Ich mach's. Unter einer Bedingung. Du musst mir die Höchstpunktzahl bei Timber geben. Die brauche ich nämlich für meine große Liebe. Faith. Das hätte ich sowieso getan. Aber klar, abgemacht. Lance sieht ein Problem darin, sich öffentlich zu uns und seiner Sexualität zu bekennen. Er denkt, es hätte Nachteile für ihn. Wenn er doch bloß nicht so viel darauf geben würde, was andere von ihm denken. Ich würde mich so gern mit ihm versöhnen. Wie kannst du denn so offen damit umgehen? Für mich war das nie ein Problem. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mich der weibliche Körper nicht anzieht. Der männliche aber dafür umso mehr. Außerdem haben mir Ikonen wie Lady Gag oder Freddy Quicksilver geholfen, damit offener umzugehen. Aha, also muss ich Lance einfach zeigen, dass er nicht auf Frauenkörper steht, sondern auf Penisse. Und ich muss ihn dazu bringen, an diese schwulen Ikonen zu glauben. Was? Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Es ist ja nicht so, dass man einfach... Kein Problem. Ist schon so gut wie erledigt. Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber, sondern auch ein exzellenter Verkuppler. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Eben noch im Knast, jetzt wieder im Geschäft. Larry Leffer ist zurück, Ladies. Bald sind wir zusammen, Faith. Oh ja, Baby, du und ich. Aber erstmal Timber. Huch, der Polizist hat mir zwar meine Sachen wiedergegeben, aber es fehlt einiges. Und irgendwie sind auch Sachen dabei, die mir nicht gehören. Was? Okay, wir haben die Gurke. Oh, wir haben eine Mitgliedskarte vom Gym. Ja! Das heißt, da können wir dann auf jeden Fall rein, um mit unserem Freund drüber zu reden. Naja, Dinge, die wir noch nicht hatten. Eigentlich ist es nur die Gym-Karte, ne? Den Rest hatten wir schon. Okay, dann... Gehen wir jetzt erstmal kurz zu Timber. Ich will timbern. Oh yes, dieses Bild, ne? Dieses Bild. Oh. Haben wir schon Matches? Nee, natürlich nicht. Petra, Finlay, Diva. Pfui, Buhu! Buhu! Oh mein Gott! Oh Gott, ist das gut! Ich will mehr. Oh, Anu Singh können wir jetzt auch daten. Wenn du nicht an einer ernsten Beziehung interessiert bist, swipe bitte nach links. Nein, nach rechts. Ich will dich, Baby. Ich will dich. Work it, girl. Also. Mi Yong Dong. Ba. Oh, der Pokéball. Süß. Die nehme ich. Den hatten wir auch schon. Oh, wir können jetzt auch mit Smokey Bear ausgehen. Definitiv. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach. Ich bin süchtig danach. Vladislav. Baby, don't hurt me. No more. Frieda kennen wir auch schon. Faith. Wir konnten Faith wischen, aber da stand nicht viel wirklich dazu drin. Schade. Betty McBallface. Balls deep. Mindestens Third Base beim ersten Date. Oh mein Gott. Third Base. Auf jeden Fall, Baby. Mit mir immer. Immer, immer. Sind hier sonst noch Leute, die wir... Stell dir mal vor, was Larry damit alles machen könnte. Oh my gosh. Großartig. Ganz, ganz großartig. Nein, Diana! Verdammt, ich habe Diana weggeklickt. Diana kannten wir noch nicht. Das geht ja so nicht. So, warte. Ich klicke noch einmal ganz kurz durch, wie wir Diana haben. Alle natürlich großartig. Diana... Diana, wo bist du? Ich brauch dich. Diana. Nein, nein, ich hab schon wieder weg. Okay, vergessen wir es. Wir gucken uns die Diana beim nächsten Mal an. So. Okay, unser nächster Auftrag ist,
Wir fahren ins Fitnessstudio und überzeugen Lance davon. Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Ja! Ja! Oh, mein Traum wird wahr! Hey, nein, ich will meine Matches sehen. Mi Yongdong ist eine KI-Fachfrau. Oh mein Gott. Anu Singh ist jetzt auch ein Match und sie hat nur 14 Punkte. Was? 34 Punkte und Diana Dickboyle. Sie ist Fitnesscoach. Du bist dein eigener Endboss. Okay. Sie mag am liebsten Missionar. Und sie mag am liebsten Doggy. Verstehe ich, absolut. Absolut. So, dann gehen wir jetzt erstmal kurz ins Fitnessstudio. Oh mein Gott, wir haben 3 neue Matches, Leute. 3! Dieses Spiel macht mir irgendwie ein bisschen zu viel Spaß. Oh nein, der Hund ist tot! Der Hund ist tot! Oh nein! Er hat seine Trauer nicht überlebt. Oh nein! Oh Gott. Das hilft mir nicht. Ja, wieso nicht? Eher nicht. Echt? Die Karte scheint nur beim... Ah nee, Leute, das ist der Aufzug. Entschuldigung, ich habe die falsche Karte genommen. Ist das die richtige Mitgliedskarte? Ja, das stimmt. Herr Yu Swengel. Oh, du hast noch gar nicht deine Monatsration Muskelaufbau bekommen. Hier. Danke schön. Viel Spaß beim Trainieren. Vielen Dank. Ich werde sehr viel Spaß haben. Oh mein Gott. Das ist eine eiserne Jungfrau. Warum haben die eine eiserne Jungfrau hier stehen? Proteinpulver. Ein weißliches Pulver, das beim Muskelaufbau helfen soll. Also hier würde ich, glaube ich... Oh Gott. Nur ein Presslufthammer würde das Ding zerlegen. Boxsack der Selbstverstümmelung +1. Ah. Aua. Das Ding ist ja lebensgefährlich. Ja, tut mir leid, Larry. Tut mir leid. So, was haben wir hier? Bleichmittel. Rosettenweiß. Rosettenweiß. Klingt super. Nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch? Genau, dann können wir hier einmal mit Lance sprechen und mit unserem Date. Erstmal mit Lance. Er könnte mich bestimmt verprügeln. Das würde mir sicher nicht gefallen. Aber sie hier? Sie könnte mich bestimmt verprügeln. Das würde mir vielleicht sogar gefallen. Sie hat was von Kim. Oh, wollen wir Diana in Zukunft Kim nennen? Ich bin dafür. Hey, Lance. Hm? Willst du dich nicht wieder mit Dick vertragen? Gib mir noch einen Moment, ich muss... Nein, komm her. Willst du dich nicht wieder mit Dick vertragen? Dick? Welcher Dick? Dein Ex-Freund? Das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich in Ruhe. Keine Sorge, ich werde dir helfen, zu dir selbst zu stehen. Das haben wir gleich. Was? Wovon redest du da? Was? Wir müssen was besorgen, aber was? Gib mir noch einen Moment, ich muss etwas besorgen. Aber was? Das würde ihm nicht gefallen. Nee, BHs sind nicht so seins, ne? Das ist keine gute Idee. Aber das ist ein Buttplug. Wenn nicht er, wer dann? Eher nicht. Okay, dann nicht. Dann sprechen wir sie jetzt erstmal an. Oh mein Gott! Was? Was? Hier ist definitiv kein Eisenmangel. Diese Reaktion bekomme ich oft. Oh ja, oh ja, oh ja. Diese Reaktion bekomme ich oft. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so untrainiert wirkt. Larry Leffer, zu Diensten. Larry Leffer? Du bist der Typ, mit dem ich auf Timber gematcht bin? Auf dem Profilbild siehst du aber viel sportlicher aus. Ich habe mich in letzter Zeit etwas gehen lassen. Ich wirke nur durch den Anzug so blass. Ich suche noch die richtige Trainingspartnerin. Ich suche noch die richtige Trainingspartnerin. Wenn du meinst. Jedenfalls bist du hier am richtigen Ort, wenn du was aus dir machen willst. Ich bin Diana und ich leite das Studio. Wenn du einen Trainingsplan oder Tipps für Trainingsmethoden brauchst, frag nach Lance. Ich würde mich lieber von dir betreuen lassen. Oh ja. Wie wär's mit einem Date? Ich habe Regeln. Eine davon ist, dass ich nicht mit Hänflingen ausgehe. Ich bin fitter, als ich aussehe. Im Internet tust du zumindest so. Ja, wenn du wirklich so fit bist, wie du behauptest,
hast du ja sicher kein Problem mit einem Test. Der Amazonen-Herausforderung. What? Amazon hat nur eine Brust wegen Pfeil und Bogen. Die gehört zu einem Standardrepertoire. Oder aber die was? C. Die gehört zu meinem Standardrepertoire. Dann dürfte es für dich ja erst recht kein Problem darstellen. Ich will sehen, wozu du in der Lage bist. Siehst du den Sandsack? Zeig mir, dass du ihn zum Schwingen bringen kannst. Kein Problem. Ich habe schon schwerere Dinge zum Schwingen gebracht. Oh nein, das wird doch nix. Das wird doch nix. Vielleicht können wir da irgendwie oben was machen. Warte mal. Aha, ich glaube, momentan funktioniert das noch nicht so ganz. Nur ein Pressluft. Wir brauchen einen Presslufthammer. Wir brauchen einen Presslufthammer. Okay. Bleiben Sie fit im Schritt. Und sonst auch. Danke, Föhn. Wird schon. Wird schon. Okay. Lass uns jetzt mal kurz weggehen. Wir haben hier noch den Busch und den Trimmer.